Herzlich willkommen. Mein Name ist Niki Huwiller. Ich begrüße euch zu einem weiteren Outdoor-Podcast. Das Thema von heute ist Übernachten in der freien Natur. Nahe bei der Natur übernachten ist immer etwas Schönes. Egal, ob das in einer SAC-Hütte ist oder im Zelt. Aber am allerschönsten ist natürlich, wenn unter richtig freiem Himmel. Wieso, dass sich das wenige trauen? Es braucht ja nicht wirklich viel. Ein Mettchen, also Matratze, Schlafsack und vor allem den Willen dazu zu machen. Und genau das ist meistens der Punkt. Ein gutes Plätzchen zu finden, ist immer, glaube ich, etwas vom Schwierigsten. Aber falls man es mal gefunden hat, vor allem auf einem Berggipfel, ist das etwas vom Schönsten, hier oben zu übernachten. Da braucht es aber zwei Sachen, die ihr mal überlegen müsst. Das eine wäre das Material und das andere ist die Sicherheit. Vom Material mal sicher einen guten Schlafsack, je nachdem, halt, was ihr halt macht. Im Winter halt eher einen Winterschlafsack. In den anderen drei Saison, da langen den drei Saison Schlafsack, eventuell einen synthetischen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ein synthetischer ist preislich sicher günstig, hat auch sehr gute Wärmeleistung, wenn er mal feucht ist oder nass ist. Beim Daunen ist es sehr leicht, sehr kompakt, ein bisschen teurer, aber natürlich auch sehr warm. Leider aber auch, wenn er feucht ist, hat er eine schlechte Wärmeleistung. Was aber auch sehr wichtig ist, natürlich das Mettchen. Mettchen ist vor allem sehr wichtig im Winter. Das ist, weil die Kälte natürlich auch vom Boden abgestrahlt wird, braucht es eine gute Wärme- oder Kältedämmung. Das wird meistens in Zahlen angegeben. Und das Minimum, was dort etwa herrscht, ist 4.1. Wärmeleistung im Winter, sehr, sehr wichtig. Das Mettchen, am besten ein aufblasbares, das ist auch immer sehr kompakt, breit, genug lang und vor allem auch ein Reparaturset mitnehmen. Falls der mal kaputt geht, dann kann man reparieren, das langt, wenn es ein spitziger Stein ist oder irgendwie eine kleine Dorne oder so etwas und dann ist das fertig. Falls das mal passiert, wir haben nichts zum Reparieren drin und die sind bei der Baumgrenze, dann nehmen die Bäume Kies. Sorry für die Naturschützer, aber um doch noch zu übernachten, von dieser halt ein paar Schichten legen, dass es sicher etwas so dick ist. Das schützt für gegen Kälte und eben auch für die Feuchtigkeit, die vom Boden abgestrahlt wird. Weil speziell gegen den Morgen wird das Ganze ziemlich teigig. Natürlich aber auch die Sicherheit müsst ihr euch bedenken. Da müsst ihr euch überlegen, haben das richtige Material dabei für Regen, falls es mal gewittern, dunnern. Dann braucht ihr dort sicher auch vielleicht eventuell eine Regenhülle. Das Material für den ganzen Körper können schützen, Regenschutz. Natürlich aber auch eine schlechte Idee, auf dem Gipfel zu übernachten, wenn ein Gewitter angesagt ist. Das ist sicher nicht optimal. Aber das, was wir auch überlegen müssen, ist, haben wir Rückzugmöglichkeit, falls jetzt mal ein Gewitter in der Nacht oder am Abend auftritt. Kennt ihr den Weg runter? Kennt ihr eine Ersatzübernachtung? Ist schwierig, gerade speziell, wenn es dann mal nass ist oder rutschige Steine, Lehm und so weiter. Die Sachen muss man sich natürlich bewusst werden, dass ihr das vorgängig könnt anschauen könnt. Aber natürlich auch von der Sicherheit von oben, wo irgendetwas kommt, irgendwie Lawinen, Steinböcke, Flüge, die auf einem abstürzen. Also auch da achten, dass er auf einem sicheren Bereich ist. Natürlich auch nicht abstürzen, das ist klar. Dann Windschutz ist sicher auch ein Punkt. Meistens am Tag durch, an der Sonne hängen, kommt der Wind von unten nach oben, Bergwind. Und am Abend, Nacht, ist es meistens der hangabtriebende Wind. Also so irgendwie halt schauen, dass ihr einen gewissen Windschutz habt. Falls ihr ein schönes Plätzchen gefunden habt, wo natürlich wie gesagt, am schönsten ist natürlich auf dem Gipfel, weil dann habt ihr einen herrlichen Sonnenuntergang, wunderschöne Aussicht. Und auf dem Gipfel, bei der Nähe vom eventuell Gipfelkreuz zu übernachten, wenn es Platz hat, ist etwas vom Schönsten. Dann heisst es sicher mal Boden flach streichen, das Köcherli auspacken, heissen Tee, Kaffee machen und den Sonnenuntergang geniessen. Wenn das Schlafplätzchen gefunden ist, dann kann man loslegen für unser Abendessen. Ein kleines Köcherchen dabei zu haben. So sehr gute Gadgets. Gasflaschen langen oder Benzin, je nachdem. So einen kleinen Bierzünder, wo es keinen Feuerzünder dazu braucht, draufschrauben. Ich nehme meistens so Suppe mit
Teigwaren. Morgen zum Morgenessen habe ich noch ein Müsli. Wenn Schnee vorhanden ist, dementsprechend Schnee abschmelzen. Und schon hat man ein herrliches Abendessen auf dem Gipfel und kann den Sonnenuntergang dementsprechend wunderschön geniessen.